Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time in Podia. Ja, unser Fest letztes Mal scheint sehr erfolgreich gewesen zu sein. Zumindest haben wir sehr viele Freunde. Also Bruce ist jetzt auch unser Freund oder so. Also müsste von Bekannter auf Freund hoch sein. Und ja, insgesamt läuft es auch sehr, sehr gut. Und beim nächsten Fest werden wir auf jeden Fall Dana einladen. Wrestling, Yee. Und dann halt einfach so, ja, Bock hat. Ach, da gehen die ganzen Leute von meiner Party heim. So, was hat denn da alles Schönes eingesammelt? Zement. Schön. Grüne Sache. Da ist mein Mixer. Der ist ja gerade mit irgendwas fertig gewesen. Die fette Erde, aber das brauchst du halt nie. Dann machst du mal so ein bisschen Apfelsaft. Auch gut. Können wir die Woche noch eine machen? Ja, Komm übermorgen, oder? Bestätigen. 10 Uhr morgens. Isaac, mit dir bin ich ja nicht so befreundet. Dann gehen wir jetzt mal zum Presley. Okay, wir können dann auch zu den einen Treffen dann gleich gehen. Ich gebe eben nur noch dem Presley die Karte, weil ich halt nicht weiß, wo dann ist. Nerd Streams, das ist wahrscheinlich morgen frei. Genau. Hallöchen, du kriegst eine Karte von mir. Tut mir leid, ich könnte an den Tag beschäftigen. Weiß schon, dass dir nur noch ein Tag oder so fehlt. Ein Punkt. Ja, Dana wird eine ganz andere Nummer sein, die ich jetzt überreden. Dass sie kommt. Hallo Sanva, musst du kommen? Ich werde es mir überlegen, ja. Gut, dann treffen wir uns jetzt erstmal mit Adit. So. Ja, wir haben noch kurz, dann kann ich auch kurz zu Sophie und ein. Also Sophie und ein McDonald kann ich schon mal eine geben, weil mit dem bin ich jetzt nicht so mit befreundet und den schenke ich jetzt auch nicht andauernd was. Aber vielleicht kriegen die dann trotzdem halt so 10 Punktechen dazu oder so. Das wäre schon nice. Also ich glaube, Feiern bringen immer so 30 rum. Tut mir leid, ich kann dann den Tag mischen. Irgendwann sagen die alle freiwillig, dass die kommen. McDonald, möchtest du zu meiner Party kommen? Ich werde es mir überlegen. Ah, ich muss pünktlich sein. Ich muss in 2 Minuten da sein, meiner. Ah, ich bin 2 Minuten zu spät. 3. Okay. Ich glaube, das ist noch im Raum. Hey, große Neuigkeit, wir haben ein paar seltsame Kisten in der Nähe der Klimaklaranlage-Ruine gefunden, in denen sich viele großartige Baumaterial befanden. Wir haben Gary gefragt, er hat gesagt, alle Handwerker könnten sich alles schnappen, was sie wollen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Hey, ich dachte, wir haben ein Date mit Adit. Remington ist gerade auf dem Weg, um es Higgins zu zählen. Du solltest dich besser beeilen, wenn du was abbekommen willst. Die Zeit wartet auf niemanden. Adit ist noch nicht angekommen, ich schätze, es ist etwas dazwischen gekommen. Wir warten auf Adit. Hey, es tut mir so leid, dass ich so spät dran bin. Ich habe auf dem Weg hierher Sophie getroffen und sie brauchte meine Hilfe deshalb. Kein Problem, Didi. Ich warte erst seit kurzem. Was ist geplant? Eigentlich habe ich mich gerade mit Alu getroffen. Die hat mir ja von den Schatztruhen erzählt. Ich bin wirklich berührt, dass du auf mich wartest und auf diese Dinge verzichtest. Sowas erfindet man in jeder Ecke. Dich gibt es nur einmal. Haha, ich glaube, du hast recht. Aber ich wäre nicht böse gewesen, wenn du wegen der Arbeit weg gewesen wärst. Vielen Dank, dass du unsere Zeit so zu schätzen weißt. Das bedeutet mir sehr viel. Nun zum Plan. Ich freue mich, wenn wir einfach spazieren und ein bisschen quatschen, wenn es für dich in Ordnung ist. Klar, warum denn nicht? Mir wird langsam bewusst, dass der Umzug nach Portia die beste Entscheidung meines Lebens war. Ich habe eigentlich nur noch einen Weg gesucht, die Dunkelheit meines alten Lebens hinter mir zu lassen. Und ich habe so viel mehr bekommen, als ich dich traf. Aber wenn wir zusammen sind, dann fühle ich mich wie 1 Million Goals.
Mindestens 1 Million. Kein Geld. Ah, danke. Gib nicht alles auf einmal aus. Okay. 25 Punkte. Warte mal. Darling. Darling, sagt er sogar, wenn man ihn umrempelt. Darling. Buddy? So muss das gehen. Ich frage mich nur, ob wir für Dana nicht langsam so Holzschokoladen machen sollten, die ihr dann immer schenken sollten. Was magen die Dana immer für welche? Was sind denn das für welche? Die hier. Aber wenn wir da jetzt einfach mal acht machen und die mal mit uns rumfragen. Ich würde da noch was so ein Ding schenken, bevor ich dir eine Einladung schicke, weil die ist halt so schlecht mit uns befreundet, dass die eh nicht sagt, ja, ich komme auf deine Party. Fahren wir mal noch da unten. Heute ist sie um 19 Uhr wieder treffen. Das sollten wir nicht verpassen. So, wo ist denn die gute Dana? Da, genau an der Bushaltestelle. Ein Geschenk für dich, eine Holzschublade. Wow, das wollte ich immer schon haben. Das freut mich. Was gibt es? Nicht viel. Fahren wir zu Yege? Ja, wir freunden uns ja langsam eh mit jedem an. Und das Problem ist mit dem, wo wir eigentlich uns gerade anfreunden wollen, die nehmen halt die Einladung noch nicht an, weil sie halt noch nicht genug mit uns befreundet sind. Wir müssen halt erst die Verbannten alle hochsteigen. Und wir werden es eh früher oder später haben, dass Gast dann voll ist, weil der halt irgendwie am schnellsten von allen hochsteigt. So, hallo. Du kriegst eine Einladung von mir. Ah, ich werde es mir überlegen. Okay, du kommst also nicht. Ja. Sieber, gemeine. Also die Frau wird wahrscheinlich hochsteigen, wenn irgendeines von ihren Enkelkindern mal wieder hochsteigt. Und dann wird sie halt einfach mit hochgezogen. Ist ziemlich sicher, dass es so ablaufen wird. Ah. Geil, ein Tierskelett. Komm zu meiner Party. Ah, ich könnte an den Tag beschäftigt sein. Sieber, Spaßbremse. Ja gut, wir müssen jetzt eh zur Versammlung. Dann schauen wir halt, wer von der Versammlung wegrennen und dann kriegen die alle so Einladung von mir. Kriegt jeder eine Einladung, dass keiner benachteiligt wird. Ich habe auch gesehen, dass man irgendwie zwei Tische in seinen Garten stellen kann. In diesen Festtischen. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist. Ja, heute ist doch Versammlung, wurde mir geschrieben. Dann halt nicht. Hallo, Chincha. Okay, warte mal, ich muss Polly. Die wäre natürlich sehr interessant für Freundschaft. Hast du... Ja, ich habe die undichte Stelle repariert. Stell dir das mal vor. Vielleicht nächstes Mal. Es kotzt mich an. Sam, du wenigstens. Wenn du schon nicht an den Geburtstag hochgestiegen bist. Wirklich gar keiner, ja. Ich dachte mir so, wenn ich den Tisch habe, dann kriege ich eh laut dazu sagen und dann sind die alle voll glücklich und so, aber da will ja hier irgendwie kein einziger zu meiner Party kommen. Alle werden sie sich überlegen. Ah, hier, Dolly kommt. Das ist doch was, wenn wenigstens eins der Kinder kommt. Wo ist denn Mars und Carola? Die könnten auch feiern sein, gell? Mars und eine Kuh. Seine zweite Ehefrau läuft. So, Sam haben wir schon versucht. So, du kriegst eine Einladung. Lass du mir halt vielleicht nächstes Mal. Diesmal muss ich wieder drum kämpfen. Du bist mir hochgestiegen. Keine Chance. Ich schau jetzt mal in die Runde da hoch. Hello. Du vielleicht. Ja, komm, du kommst. Ja, das freut mich. Meine Partys sind doch die besten Partys, die es gibt. Sonja, du vielleicht zu meiner Party.
Oh ja, du kommst, finde ich geil. Chango müsste ich vielleicht mal nach einem Rezept wieder fragen, dass ich vielleicht mal mit Akku ein bisschen kochen könnte. Todi, was hältst du von meinen Partys? Tut mir leid, ich könnte an den Tag beschäftigt sein. Dr. Xu, Party. Weiß nicht, ob ich an den Tag Zeit habe. Alter. Mars, komm. Sei du nicht so eine Spaßbremse. Ja, danke. Ih, da fliegt gerade irgendein Viech. Ich habe jetzt vorsorglicherweise einen elektrischen Fliegenpatscher neben mir. Und eventuell werde ich ihn einsetzen, wenn mich diese Viecher sehr stark abfacken. So, Polly. Komm, du nimmst es an, oder? Ja, gut. Guter Mann. Chango. Ich möchte mich eigentlich jetzt nicht neben Chango setzen, sondern ich möchte hier ein ernstes Gespräch mit den Guten führen. Zuerst mal brauche ich ein Rezept von dir. Fleisch wäre cool. Habe ich nämlich ziemlich viel Gemüsebrühe. So, hier. Einladung. Ich weiß nicht, ob ich in den Tag Zeit habe. Alter. Alle hoffen, sie ist hier. Isekai schon besucht. Ich will halt nicht Gast einladen, weil ich mit denen halt eh schon so richtig gut befreundet bin. Willst du vielleicht zu meiner Party kommen? Du bist sehr großzügig. Heißt wohl eher nein, oder? Alice. Weißt du, wir haben nichts miteinander zu tun. Auf meine Partys kommst du gerne. Hopp. Rose hatten wir schon. Ja, aber vielleicht und. Nee, ja, okay, der ist am Arbeiten. Albert will ich eigentlich nicht einladen. Phyllis könnte man einladen. Weil Albert und Gus, die haben schon so viel Freundschaft einfach. Ich werde es mir überlegen. Ja, ich habe noch zwei Einladungen, die irgendjemand annehmen muss. Oh, da hinten ist er, wa? Der ist doch ein schöner Kandidat. Hello. Hallo. Party. So, eine Person brauche ich noch. Holly, Sam habe ich schon. Also, Sam hat ihr abgesagt. Sonja habe ich schon. Warte, da hinten kommt Kiva. Wird es also eine Voodoo-Party? Es ist mir egal. Hi. Party. Okay, perfekt. Dann habe ich jetzt alle. Ich kann dich nicht einladen, weil du keine Person hier drin bist. Also keine offizielle. So. Irgendwann werde ich also noch Higgins einladen können. Das sind Lieblingsnachbarn. So, nochmal 10 davon. Die Maschine ist fertig. Da mach mal Edelalu. Läuft ja alles noch. Haben wir heute früh erst gestartet. Da haben wir nichts. Ist aber auch klar. Nix. Komm. Du machst auch einfach noch Faserstoff. Okay, du machst ja Hartholz. Ja, Eisenbahn. Brauchen wir, glaube ich, auch noch ein paar, oder? Da haben wir nur 108. Das ist nichts. Ja, da machen wir auch einfach noch weiter. Bis wir 200 haben. So, klar, das brauche ich auch noch ein paar. So, auch einmal alles weg. Okay, ich habe schon mal nirgends einen Ort für Tierskelette. Komischerweise. Noch keine Aromen. Ach so, weil ich die immer mit mir rumtrage für die Kinder. Ja. Dann gehen wir mal schlaufen, würde ich fast sagen. Nee, das Äußerstmodell wollte ich noch bauen, Mist. Ich habe das mal den ganzen Tag verdrängt, dass ich das bauen muss, obwohl das sogar recht steht. Skandalös. Hallöchen, der Verkauf war ein großer Erfolg. Okay. Danke. Ich habe einen Regenblumentopf. Schön, dass du um 10:30 vor meiner Tür stehst. Es wäre ungefähr so, als wenn du genau jetzt vor meiner Tür stehst. Es ist nämlich 10:30. Schön. Also, ist dieses fette Etwas hier.
Okay, zwei Porzellanteller und fünf Stahlhüllen. Die zwei Porzellanteller muss ich oben kaufen. So, der Liowa geht heim mit seiner Perlenkette, das sind wieder bemerkt. Ich glaube, der Stand hat um 22 Uhr dicht gemacht, ja. Gut, machen wir das morgen. Kaufen wir morgen die zwei Dinger. Gehen wir jetzt schlafen. Ich hänge hier fest. Okay. Würde ich mal sagen, machen wir diese Stelle auch einen Cut und sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei MyTimeRecordia. Bis dahin, bye!